Bett, Computertisch, Büro, Stuhl. Warte mal. Wir machen mal hier. Ich will damit das jetzt hier und so. Guck mal. Ich stelle das jetzt hier mal alles vor die Tür, weil wir das alles verkaufen werden. So, Bett. Ich liebe meine Hündin. Ich liebe sie so sehr. Vor allen Dingen, wenn sie im Weg steht. Okay, komm mal her. Hier gibt es ganz, ganz viele süße Leckereien. Die kannst du jetzt mal hier, warte mal, mach mal Sitz. Hier kannst du jetzt die Leckereien suchen. Such im Kühlschrank, überall. Du wirst was finden, ich bin mir sicher. So. Bett steht. Computer, Schreibtisch. Würde es ja gern vors Fenster stellen, aber da steht eine Heizung. Das heißt im Klartext. Schrank. Da steht er davor. Das ist doch ein... Ach, wartet mal. Da steht es nicht. Siehste. Da wird ein Schuh draus, guckst du. Tada! Muss ja noch die Anrichte hin, ne? Eine Heizung, ein Hai mit Zunge ist eine Heizung. Zack. Fertig. So schnell geht das. Ups, Entschuldigung, hier muss nicht gestrichen werden. Doch, Flur. Was hat denn der Flur? Flur hat nichts, ne? Aber dieser Flur hat was. Reinige die Verschmutzungen. Oh. Einige die Verschmutzungen. Putzsuppe die, Putzsuppe da. Ich putz, das ist doch wunderbar. Hab ich. Siehste. Oh, Schnucki freut sich, wenn ich singe. Ich glaube, ich sollte das öfter machen. Küche, Badezimmer, putzen, ne? Reinige erstmal die Verschmutzungen. So, fertig. Und wir brauchen eine Heizung. Eine mögliche Heizung. Wo war die da, ne? Da war die. Da hängen wir sie hin. Vorhin habe ich bei der Schaukel habe ich 4 Schrauben auf einmal gedreht. Oder 8 sogar. Hier muss alles einzeln. Hier muss alles einzeln. So, schmuppidupp. Hier müssen wir einmal putzen. Heizung anbauen. Och Gott. Fenster auch noch putzen? Oh ja. Oh ja. Oh Elend. Oh Elend, du mein Elend. Ey,
Ich müsste echt, oh Gott, müsste echt damit Geld verdienen, ne? Ganz ehrlich. So schnell hat noch nie jemand die Fenster geputzt. Schön, wie die Rostheizung hier ran. So. So, streiche mit den Farben Grau und Königsblau. Ich würde sagen, Grau nehmen wir da, wo Grau ist, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Zack. Und Warte mal, Königsblau war doch das andere auch, oder nicht? War das andere nicht Königsblau? Warte, da lang. Ist das nicht Königsblau? War das nicht Königsblau? Guck mal. Glaub nicht. Sieht zu hell aus. Okay. Na gut. Dann halt nicht. Das ist aber viel heller, oder? €140 für ein Fenster bekommst du von mir, Andrina. Oh, meinst du, das deckt die Abfahrt, die Anfahrt ab? Frau Flo, glaubst du, das deckt die Anfahrt ab? Weil dieses Geld werde ich schon wahrscheinlich für die Anfahrt benötigen. Königsblau ist eigentlich viel dunkler. Ja, dachte ich auch. Deswegen. Naja. Ich bin aber nicht die Farbexpertin. Eher wie Saphir, ja, stimmt. Boah, dieses so ein Eisblau. Geht schon eher in Eisblau-Richtung, oder? Der ist nicht einverstanden. Ach so, weil wir da noch müssen. Aber er ist trotzdem nicht einverstanden. Warum nicht? Ich habe ihm zu wenig Eisblau gemacht, oder was? Das macht jeweils 1% aus, den Ernst. Tatsächlich. Okay. Ich verstehe. Na, Vorkosten sind extra, die bekommst du im Voraus. Ja, dann. Ja, dann. Doppelte Kommode, Schrank und Regal. Egal. Warum machst du hier einen Wind? Sommer. Weil der passt besser dazu. Warte mal. Ja, warte mal. Ganz ruhig. Wir machen mal das Regalteil, machen wir hier hin, weil dann kannst du hier nämlich drauf einen Fernseher stellen, wenn du Fernsehen gucken willst. Und dich stellen wir.
Ja? Ganz dezent neben den Schrank. So. Da wird ja noch ein Schuh draus. Oh, das ist alles gewürfelt hier, ne? Naja. Was geht uns fremdes Elend an? Badezimmer, Wohnzimmer. Ah, hier sind auch so eine Regalteile drin. So, pass mal auf, die müssen wir bestimmt gleich verkaufen, oder? Eieiei, Fenster müssen wir putzen. So, sauber haben wir. Nochmal hier schnell über die Scheiben gewienert. Klar. Ich schaff gar nicht so schnell, mir einen Text auszudenken, wie ich jetzt hier neuerdings wiener. So schnell, wie ich hier putze, schaffe ich mir gar nicht, einen Text auszudenken. Hier müssen wir nicht, okay. Also nur noch die Heizung. Nur noch die Heizung. Oh. Also das ging ja am schnellsten hier. Oder müssen wir auch noch streichen? Das wäre ja ein Ding. Aber ich habe nichts gesehen hier von Streichen, ne? Das Wohnzimmer soll genau so bleiben. Ei, der Daus. Ah ja, mir wäre es ein bisschen zu dunkel, muss ich sagen. Aber nun gut, Knut. Was, einige Verschmutzungen? Verkaufen soll ich hier nichts. Das ist da auch so düster, Kiss, oder? Ei, ei, ei. Oh. Einmal auf die schöne Couch. Boah. Wir können jetzt die Heizung anbauen. Zack. Ja, die soll genau daran. Ach. Gleich die ganze Couch wegheben. Und dann stellst du die Couch davor. Und dann hast du von der Heizung gerade mal so 0, nix. Weil da wird die Couch geheizt, aber nicht das Zimmer. Naja. Aber wir haben noch nicht alle Verschmutzung gereinigt. Da. Jetzt. Zimmer ist fertig. Na gut. Das war jetzt Schnellgang. Also so können die Aufträge immer weitergehen. Oh je, hier haben wir ein bisschen mehr zu tun, ne? Ich glaube, jetzt kann ich eine von den Farben wiederverwenden. Aktuell besteht durchaus die Möglichkeit, dass ich einschlummere. Bin ziemlich erschöpft. Wenn das passiert, liebe Grit, dann hoffe ich, du hast schon dein Schlafzeug an. Und wenn du dann einschlummerst, ist das gar nicht schlimm. Das heißt, ich habe eine sehr beruhigende Wirkung auf dich. Schläfriges Blau. Wie sieht schläfriges Blau aus? Ist das das, was wir vorhin hatten? Warum sind hier eigentlich so viele verschiedene Blautöne? Warte mal. Bevor ich das kaufe. Das ist doch das Gleiche, oder? Komm mal mit. Mal her hier. Guck mal nochmal, ob du schläfriges Blau bist. Ja, bist du. Guckst du. Und normalerweise könnte man sogar heißen, denn man könnte. Wusstet ihr das schon? Man kann sich hier so ein bisschen was rausziehen. Hier zum Beispiel. So. Und den Rest zieht man sich dann hier raus. Und dann ist das wieder blau. Also man bräuchte dann gar keine neue Farbe kaufen. Ist das nicht cool? Das schläfrige Blau ist schuld, dass Grit schläfrig wird. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch.
So, guck mal, da kann man nämlich hier zum Beispiel bei diesem hier, zack, 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 nicht ganz voll, so ein bisschen, so. Und den Rest zieht man sich dann hier raus, dann, ne, und so. Ah, ja, ja. Braucht man sich nämlich keine neue Farbe kaufen, theoretisch. Immer diese Handwerker. Nee, 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 nee. Wenn du jetzt sagst, hier Fusch am Bau, vergiss es. Das ist so vom Spiel vorgegeben. Dafür kann ich nichts. Aha, aha. Oh, schon wieder alle. So. Guckst du. Wunderbärtchen. Man braucht keine neue Farbe kaufen. Oha, demnächst wird unser Haus gestrichen. Da muss ich aufpassen, dass das nicht auch so gemacht. Ich glaube nicht, das ist ein einmaliger Skill, Oma Lizzie. Das ist ein einmaliger Skill. Der gilt nur für Hausflipper. Aber ich hätte schon längst eine neue Dose kaufen müssen. Also Farbdose. So, guck mal. 90% gestrichen. Wo fehlt denn noch was? Wieso ist nur 90%? Ach nee, reinige die Verschmutzung. 90%. Wo ist denn hier noch was dreckig? Zah, Heizung. Hier, hier, hier. Boden, Boden, Boden. Oh, Boden. Guck. Also das hier ist schläfriges Blau. Merke ich mir sowieso nicht. Aber ist egal. Neues Bett, neues Glück. Oma Lizzie. Die werden das schon nicht machen. Hoffe ich. Wenn ja, dann haben sie zu viel Andrina Games geguckt. Ich glaube, dann haben sie wirklich zu viel Andrina Games geguckt. So. Jetzt hätten wir hier noch einen großen und einen Kommodenschrank. Er ist ja erstaunlich wenig drin in den Zimmern, ne? Es ist ja wirklich... Naja, Töchter können sich das ja auch allein einrichten. Das geht schon irgendwie. Zack. Das ist wirklich kläglich. Naja, ja. Ist nicht unser Problem. So, hier müssen wir Fenster reinigen. Ei, der Daus. Nehmen wir nochmal den Wischmopp. Das Fensterbrett ist nämlich noch schmutzig. Oje, hier war bestimmt ein Wasserschaden oder sowas. So. Und dann hier... Eine neue Heizung. Zack. Nee, nee, das können die sich aus dem Dorf nicht leisten, Fusch zu machen. Ja, ja. Im Real geht das leider nicht so wie hier im Game. Ja, aber es könnte mir vorstellen, dass so mancher Handwerker das schon mal versucht hat. Also so oder so ähnlich. Das kann ich mir vorstellen. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt nur noch die Küche hier, ne, wo Schnucki drin ist. Dann müssen wir ein bisschen reinigen hier. Fenster noch. Irgendwo ist hier noch Dreck. Hier irgendwo ist noch Dreck. Ach, da oben, guck. Siehste. Noch schnell Fenster reinigen. Und dann kann der gute, schmerzgeplagte Mensch endlich hier einziehen, Schnucki. Was sagst du dazu? Alles fertig. Alle Zimmer, alle Schlafzimmer.
Küche, Flur, Badezimmer, Wohnzimmer, Heimbibliothek, alles fertig. Heimbibliothek. Okay. Schnucki, wir gehen. Ja. Oh. Ja. Da fehlt der Platz. Oh, guck mal von außen. Das war aber jetzt auch cool, durch die Fenster zu sehen, wo noch die Farbe sich geändert hat. Das fand ich ja jetzt auch cool. Kochen für die Enkel. Ja. Nein, das nicht. Wir wollen auf der Karte. Warm flippen. Ausflippen. Da lang. Diese. Jagd nach den Träumen. Rema und Jake sind sich bei der Amateur-Rallye begegnet. Sie lachten darüber und gingen ihre Wege. Seltsamerweise trafen sie sich nur einige Tage später auf einer Hundeshow wieder. Ihre australischen Schäferhunde hatten dabei sicher ihre Pfoten im Spiel. Schnell wurde klar, dass sie die gleichen Träume haben. Sie zogen nach Cozy Village, um Autos zu tunen, an Rallyes teilzunehmen, mit ihren Hunden unbekümmert spazieren zu gehen. Wollen wir? Wollen wir? Ja, schwimm nicht so weit raus, Philipp. Nicht so weit da, wo die Boje ist Schluss. Da, wo die Boje ist. Das wird bestimmt cool. Guck mal, zwei Hundehütten. Ich mache mir Gedanken über Teppiche auf Stufen. Katzen haben 244 Knochen, Hunde haben 319 und Menschen haben 206. Guck mal, wir haben viel weniger Knochen als die Tiere, aber haben mehr zu sagen. Nicht immer gut. Immer gut. We've gotten bored with the monotony of our lives. Computers, papers, meetings, deadlines. There's more to life than that. The smell of burned tires, adrenaline, speed, the atmosphere of rallies, proving that we are the best. That's why we quit our jobs. The other reason is our dogs. We love working with them. We've got plenty of room for more than the couple we own. Why not have a handsome pack of Australian Shepherds here? With them, it will be like a small paradise. Okay, keep cool, baby. Alter, Daus. Habt ihr das gesehen? Schnucki, kannst du dich mal nicht wie ein Depp hier anziehen? Komm mal her, das sind preisgekrönte und so. Hier, zack. So siehst du süß aus, meine Kleine. So siehst du. Hey. Und Füße abtreten, damit du gleich Bescheid weißt, ne? Hallo? Oh, wow. Oh, wow. Guckt euch das an. Alter Vater. Oh, wow. Ja. Okay. Machen wir gleich wieder zu. Gehen wir nicht rein. Garage. Oh, kann man so lassen?
Nicht übel, die Hütte, ja, ja. Schnucki ist die Beste, da kommt kein anderer Wauwi ran. Ja, das stimmt. Okay, das war für zu, wo wir nicht reingucken wollten. Badezimmer? Ja. Ah, die Gelbe nicht so, ne? Die Gelbe geht nicht so, ne? Ah, schön hier, ne? Guck mal. Ui, ui, ui. Herr von Bödefeld und diese Küche. Oh, wow. Oh, wow. Diese Küche. Man nennt es Chaos. Ei. Ei, guck. Mal, warte mal, hier waren wir gerade drinnen, ne? Nee. Was ist das hier? Abstellraum? Ja, das ist okay. Das ist okay, das ist ja hier ein bisschen, ne? Wie heißt das? Hier kommt man raus. Oh, wie cool.